get up, get up, drop the bombshell. Get up, get up, this is out of control. Get up, get up, get up, drop the bombshell. Get up, get up. Ach, herrlich, wie einen schon der Intro-Song sportspieltypisch in die frühen 2000er katapultiert. Und richtig Bock macht, mit den Kufencracks auf dem Eis auf Torejagd zu gehen. Der Titel von Black Box Games ist der zweite Teil in der kurzlebigen Hits-Reihe, das arcadige Eishockey-Action auf den Bildschirm zaubern soll. Mit NHL-Lizenz, aber deutlich abgespecktem Regelwerk und abwechslungsreichen Spielmodi. So treten immer nur drei Feldspieler plus Torwart gegeneinander an und außer, dass der Puck ins Tor muss, gibt es eigentlich keine Regeln zu beachten. Da wird ein Bodycheck nach dem anderen ausgepackt und so etwas Abwegiges wie Abseits gibt es auch nicht. Immer feste Druff und schön schnell hin und her gepasst, um dann, am besten per One-Timer, also Direktabnahme, den Puck knallig im Tor versenken. Das macht eine Mordsgaudi, weil sich die Spielsituationen ständig ändern und enorm abwechslungsreich gestalten. Viel hängt dabei von den Stats der Spieler ab. Zwar gibt es auch ein paar kompliziertere Steuerungsmanöver wie das Wenden des Pucks oder eine Ausweichdrehung, um dem Bodycheck zu entgehen. In meiner Anspielsession im einfachen Schwierigkeitsgrad habe ich die aber noch nicht gebraucht. Auch so haben die Spiele mir aber richtig viel Kurzweil bereitet, weil es auf dem kleinen Feld ständig hin und her geht und andauernde Torgefahr besteht. Mein letztes virtuelles Eishockeyspiel habe ich vor Jahrzehnten gespielt. NHL 99 am PC. Das hat mir damals auch schon richtig viel Spaß bereitet und ist mir in guter Erinnerung geblieben. Mit den Anaheim Mighty Ducks habe ich mich damals durch den Saisonmodus gespielt und bin mit Ruslan Zelay auf Torjagd gegangen. Aber das noch schnellere Gameplay von Hits kommt mir heute sehr viel mehr entgegen, da ich eh kein großer Fan des Sports bin. Nicht, weil mir Eishockey nicht gefallen würde, aber ich habe nur begrenzte Kapazitäten, um mich auf Sportarten aus Fansicht zu konzentrieren und da ist kein Platz für die NHL. Von daher ist die Lizenz für mich eher ein nettes Nebenprodukt. Es ist schön, dass hier auch Originalteams und Spieler auftauchen, aber ich hätte genauso viel Spaß gehabt, wenn es nur Fantasy-Teams gegeben hätte. Im Franchise-Modus, dem Herzstück von Blitz, trifft man zu Beginn nämlich nur auf Fantasy-Teams. In diesem Modus erstellen wir zuerst unser eigenes Team. Bei mir die Past Gaming Brainiacs. Wobei der zweite Teil des Namens ein aus einer Liste ausgewählter Spitzname ist, den der Stadionsprecher dann immer wieder zur Spieleröffnung ausruft. Put in your mouth guards. We are in for a battle tonight. Tonight's starting lineup for the Brainiacs. Was ich sehr schön finde für die Individualität. Weiter geht es mit den Spielern, die wir sehr diffizil ausstaffieren dürfen. Auch hier mit eigenen Namen und Spitznamen, der dann im Spiel verwendet wird. Mit der Auswahl der Gesichter und so weiter habe ich wenig Zeit verbracht, da man die auf dem Eis eh nicht sehen kann. Aber die Vergabe von Eigennamen war mir schon richtig wichtig, damit man einen besonderen Bezug zu seinen Spielern aufbauen kann. Neben meinem Spielertag Jack Lapidus treten hier zum Beispiel auch Franz Wagner und Paolo Banchero von meinem Lieblingsbasketballteam, den Orlando Magic, an. Hat man dann noch das Logo ausgesucht, geht es auch schon auf die World Map, wo man sich in unterschiedlichen Stufen nach oben durchkämpft. Es gilt stets, mehrere Einzelmatches zu gewinnen und dann in einem Aufstiegsspiel in die nächste Stufe zu gelangen. Durch Siege schaltet man neues Equipment und Erfahrungsstufen für die Spieler frei, um deren Werte zu verbessern. Ein motivierendes und kurzweiliges Spielvergnügen, weil man sich natürlich freut, wenn die selbst erstellte Mannschaft nach und nach besser wird und so in den Ligen von unten nach oben vorstößt. Ich habe richtig viel Spaß mit NHL Hits 2003 gehabt. Im Emulator lief es, soweit ich gespielt habe, einwandfrei. Allerdings ist alles auf Englisch. Nicht mal die Menüs wurden übersetzt. Mich persönlich stört das aber nicht. Ich finde, man kann das Spiel heute genauso gut wie damals spielen und das stimmige Intro vom Anfang hat nicht zu viel versprochen. Stallion. They get a goal! Oh, what a spanking!